Ich habe übrigens die ganze Zeit schon Ohrwurm. Wovon? I said, what about breakfast at Tiffany's, she said. Ja, egal. Reden wir vielleicht später nochmal drüber. Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, ey, stopp, Taxi. Das war mal. Erinnert ihr euch noch? Das war die Karnevalsfolge. Oh, das war so schön. Wo ich asozial des Todes war. Dass ich mal sage, das war so schön, wenn wir über Karneval sprechen. Ja. Das hatte ich mir auch nicht vorgestellt. Soweit sind wir schon. Ja, dafür musste Corona erst irgendwie dazwischen kommen. Ja, aber wir sind ja nicht zu zweit, Tobi. Nein wir haben ständig wiederkehrende, wechselnde Viber. So haben wir es im Trailer angekündigt. Mhm. Und heute ist Angela Hecker dabei. Ich bin dabei. Ein Vibe. Ja. Ich bin's. Hallo. Ja, von Radio Essen am Morgen. Du wirst uns öfter hoffentlich beglücken hier im Radio Essen Studio beim Podcast. Ja, ich bin ja eh alle zwei Wochen hier bei Radio Essen am Morgen. Wir treffen uns freitags, also ich bin am Start. Das ist schon mal sehr schön. Und du bist ja schon Podcast-Profi eigentlich, im Gegensatz zu Tobi und uns. Quasi. Wir sind es immer noch nicht, aber du warst schon öfter dabei. Ja, ich war schon öfter dabei und ich hatte immer so viel Spaß mit euch Jungs, dass ich mir gedacht habe, ich schleiche mich jetzt einfach mal von hinten rein und dann möchte ich bitte auch alle zwei Wochen. Man möchte aber auch sagen, wir haben die Tür auch weit aufgemacht für dich. Wir Eben. Sind sehr froh, dass du dabei bist. Oh, das geht doch runter wie Öl. Ja, wir waren ein bisschen länger weg jetzt. Mhm. Nicht wegen Urlauben oder so, sondern weil wir uns so ein bisschen umstrukturieren mussten. Tobi, das ist so dein Bereich, dieses ganze Organisatorische. Ja, dieses ganze Organisatorische. Mach du das mal. Ich mach's mal ganz kurz. Ich glaube, der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben, dass wir auf dem langen Weg inzwischen des Podcasts Redebedarf einen Mann zurücklassen mussten. Beziehungsweise eigentlich, wenn man ehrlich ist, er uns zurückgelassen hat. Kann sagen. Und der gute Kollege Stefan Knipp und lieber Freund jetzt einen anderen Job macht, nämlich bei der Pressestelle der Polizei in Gelsenkirchen. Grüße dahin an der Stelle. Was uns natürlich vor die Aufgabe gestellt hat, erstens zu überlegen, okay, wie geht's weiter mit dem Podcast Redebedarf? Und als wir wussten, ja, es geht auf jeden Fall weiter und muss weitergehen und auch viel Zuspruch bekommen haben, auch dafür danke an der Stelle von außen, dass wir uns überlegt haben, naja, wie machen wir denn weiter? Und dann haben wir uns daran erinnert, dass es mit der Angela immer sehr schön und gemütlich war, wenn sie dabei war. Mhm. Und haben gedacht, naja, dann gucken wir doch mal, dass wir es hinkriegen, dass wir immer einen Gast dazu nehmen, also zu dritt bleiben. Und auch, da wir ja nun eine reine Herrenrunde waren damals, ein bisschen die Perspektive öffnen. Und eine weibliche Einfluss, ne? Ja, der tut manchmal gut. Den hat Stefan zwar auch immer versucht, mit reinzubringen, aber es war dann doch eher. Also ein bisschen weiblich. Ja. Na komm. Ist naja, und deswegen ist die Angela, weil sie eben, wenn wir jetzt immer fest um 12.15 Uhr aufzeichnen am Freitag, nach der Frühsendung sowieso alle zwei Wochen dabei. Und in den anderen Wochen, in denen die Angie nicht da ist, gucken wir, dass wir beispielsweise die liebe Kollegin Theresa Lederbiel oder die andere liebe Kollegin Larissa Schmitz mit in den Podcast aufnehmen. Ihr werdet sie noch kennenlernen. Das Beide wird in den nächsten Wochen der Fall sein. Ja, genau. Sehr schön. Gut, also das Konzept ist ja aber trotzdem das Gleiche. Ne? Wir sprechen über die Themen der Woche in Essen und der Welt und bei uns ganz persönlich. Und ich möchte direkt anfangen, weil ich vorhin beim Zähneputzen ist mir das aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Es ist für Zähneputzen, mich nein. Das macht der Tobi grundsätzlich nicht. Ja. Nee, das weiß ich. Aber beim Zähneputzen, dieser äußerst eklige Moment, wenn die Zahnpasta an der Zahnbürste runterläuft. Kennt ihr das? Im Mund schon oder vorher, ja, wenn du das drauf machst? Nee, beim Zähneputzen, Putzzähne, ja. Bla bla bla, ja. Und dann läuft die Suppe da an deiner Zahn. Ja. Vielleicht hast du einfach zu viel Speichel? Ja, weiß ich nicht. Aber das hatte ich vorhin wieder und ich dachte mir, das muss ich auf jeden Fall im Podcast ansprechen und ich möchte meine Sorgen mit euch teilen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin auf deine Zahnputztechnik. Also, was läuft da falsch? Ich habe nur so eine elektrische, ne? Also, ja. Ja, gut, dann ist eh immer sehr feucht. Genau. Das ist problematisch. Ich habe auch elektrisch. Mhm. Und da ist ja so in diesem Zahnputzkopf, den man oben da drauf steckt, auf diesen Motor, ist ja auch so eine, das ist ja hohl innen. Und da läuft halt diese Suppe dann manchmal raus. Mhm. Und an so einem... Habt ihr diesen Ring dann nicht richtig drauf? Ich mache diesen Ring da meistens gar nicht dran. Ja, so, das ist das der Problem. Fehler. Echt? Freunde, ihr müsst diesen Ring da drauf machen, dann läuft das nämlich nicht da rein. Dann stoppt das so ein bisschen und dann läuft die ganze Suppe da auch nicht so aber rein. Aber das ist doch keine Dichtung, das ist doch nur so ein Kennzeichen, damit man nicht die mit mehreren Menschen die gleiche Zahnbürste benutzt. Ich bilde mir ein, es hilft. Ja, vielleicht müssen wir uns ausprobieren. Das dann machen, ja. Es ist auch nicht immer so. Guck mal, schon hat es geholfen. Angela ist die erste Folge dabei.
Und schon löst ihr unsere Probleme. So, und das hat mir jetzt wochenlang gefehlt, dass ich einfach mal meine Probleme auch mit euch tauschen kann. Mein Leben ist den Bach runtergegangen. Ja. Genau. Jetzt geht's wieder aufwärts. Ja. So, jetzt können wir natürlich auch gerne ein bisschen allgemeiner werden, vielleicht ein bisschen auch thematischer, was so in Essen und der Welt passiert ist. Das ist ja auch nun mal irgendwie unsere Aufgabe hier im Podcast. Ich möchte auf den Glücksatlas zu sprechen kommen. Mhm. Ist für Deutschland rausgekommen, macht die Deutsche Post ja immer. Und ich fand es gerade in diesem Jahr irgendwie spannend zu sehen, dass wir Deutschen eigentlich gar nicht so unglücklich sind. Aber man hat schon gemerkt, Corona drückt da so ein bisschen auf die Stimmung. Ich glaube, im Schnitt liegt NRW bei, auf einer Skala von 1 bis 10, bei 6,83 der Zufriedenheit. Wo würdet ihr euch da so einsortieren? Mach du erstmal, Angela. Ich war schon überfordert in der Woche, als wir drüber sprachen. Ja. Okay. Wie glücklich ich im Moment bin? Auf einer Skala von 1 bis 10. Von 1 bis 10? Mhm. Oh Gott. Also ich bin ja generell so ein, ich bin ja eher bekannt dafür, optimistisch zu sein. Ne? Mhm. Ich bin jetzt nicht so der Pessimist. Von daher hätte ich, glaube ich, bin ich glücklicher vielleicht als der Durchschnitt. Nicht, weil ich so ein unfassbar geiles Leben habe mit Fettgeld und Haus und Liebe pur und keine Ahnung. Nicht nur. Nicht nur. Habe ich natürlich auch, aber verratet es keinem. Nein, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich einfach glücklich schätzen. Ich habe eine tolle Familie, ich bin verheiratet, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe einen Job, den ich über alles liebe, ich habe tolle Freunde, ich habe Familie. Da spricht erstmal nichts dagegen, nicht glücklich zu sein. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer irgendwelche Dinge, die was mit einem machen. Und dazu gehört natürlich auch bei mir Corona spielt da bestimmt eine Rolle. Ich war persönlich noch nicht davon betroffen. In meinem engsten Umkreis war es auch nicht der Fall. Aber ich bin nicht nur ein optimistischer Mensch, sondern glaube ich auch ein sehr empathischer Mensch. Und ich kann mich in Dinge auch sehr gut hineinversetzen. Mhm. Und gerade hier bei Radio Essen haben wir natürlich viele Interviews geführt mit Menschen, die von Corona betroffen waren. Sei es, dass sie ihren Job verloren haben, dass sie damit irgendwie zu kämpfen haben und das geht mir dann nah und da kann ich mich wirklich hineinversetzen und dann bin ich auch wieder so emotional, dass mir das so nah geht, dass ich mir denke, oh mein Gott, ich habe eigentlich nicht zu meckern, weil es gibt ganz, ganz vielen Menschen, denen es viel schlechter geht. Mhm. Ja, das hatte ich unter der Woche auch. Ich habe mich mit meiner Freundin irgendwie nicht gestritten, aber wir hatten uns so ein bisschen in die Haare und haben uns über Dinge geärgert, die eigentlich völliger Quatsch sind. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, ey, wir sind gesund, das ist vielleicht auch nicht so ganz unwichtig, gerade in der Zeit. Das hat mir auch Corona noch mal ein bisschen mehr gezeigt, wie glücklich wir eigentlich sein können, gerade jetzt so in dieser zweiten großen Welle, dass wir so gesund sind und diesem ganzen Scheiß irgendwie von der Schippe bis jetzt gesprungen sind. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ärgert man sich über so viele kleine Dinge, völlig unnötig, man verschwendet so viel Kraft. Und im Prinzip bin ich auch schon deutlich über dem Schnitt glücklich, würde ich sagen. Also 6,83, ich würde mich locker bei einer 6,84 einsetzen. Nee, aber so eine 9 locker. Also es gibt immer so ein paar Dinge, wo man denkt, boah, das man muss ja Luft nach oben lassen. Schon 9 ist schon ordentlich. Ja, man muss ja Luft nach oben lassen, finde ich auch. Bei 9 zu 10 ist natürlich eine Menge Luft, ja. 9 bis 10, das sind so die Ziele, die ich noch habe. Ja. Was auch immer das ist, ich weiß noch gar nicht genau. Ja. Aber so um den Dreh würde ich mich einsetzen. So, Tobi, jetzt mal Butter bei die Fische. Keine Ahnung, ich finde es total schwer, das auf so einer Skala festzumachen. Ja. Sondern? Na, weiß ich nicht. Also es ist ja auch eine Definitionsfrage, was das so für Menschen bedeutet. Deswegen finde ich es immer schwierig, dann so einen Durchschnittswert zu bilden und sagen, so glücklich ist irgendwie Deutschland oder NRW. Auch wenn man das natürlich dann schön plakativ irgendwie präsentieren kann. Aber das bedeutet ja für jeden auch irgendwie was anderes. Also Angela hat es ja gerade schon so ein bisschen ausgeführt, Familie beispielsweise, Zufriedenheit im Beruf, finanzielle Absicherung, all diese Dinge. Aber die sind ja für unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich wichtig, also unterschiedlich gewichtet. Mhm. So. Und daraus, glaube ich, ist das ein sehr individuelles Ding, was denn Glück für einen bedeutet. Und grundsätzlich glaube ich auch, da wird es dann aber sehr philosophisch, das ist dann vielleicht nicht unbedingt die Antwort auf deine Frage, aber glaube ich einfach, dass Glück und das persönliche Empfinden auch einfach eine Haltungsfrage ist. Das ist wirklich das Ding, ist das Glas halb vor oder halb voll oder halb leer? Halb voll. Halb voll ist meins auch, glaube ich. Drei Viertel voll. Sogar. Joschi ist noch nicht mal, ist nur beim Einschütten ein bisschen was rausgegangen. Ja, genau, aus Versehen. Also ich glaube, dass das auch wirklich einfach zu großen Teilen natürlich an einem selbst hängt, wie glücklich man ist und wie zufrieden man ist mit den Dingen, die man so hat. Natürlich ist es aber auch so, dass man äußeren Einflüssen, wie jetzt eben Corona, ausgesetzt ist und dass man nicht immer bei einer 9, einer 10 oder weiß ich nicht, vielleicht auch nicht immer bei einer 8 oder einer 7 unterwegs sein kann, sondern dass sich sowas immer mal ändert im Laufe eines Lebens. Aber so ganz grundsätzlich
würde ich schon auch sagen, also sprecht jetzt bei mir aktuell nichts gegen eine solide 7,5 oder so. Wir können die Skala auch für dich erhöhen. Wir können auch sagen, auf einer Skala von 1 bis 100. Vielleicht. Ja, 7,5. Ja, das ist schon wieder sehr gut. Ja. Also ich glaube, das ist einfach ein Ding von einem persönlichen Erleben. Ich finde auch eigentlich, dass es ganz positiv ist. Also ich finde, dieser Wert ist schon gar nicht so schlecht, gerade in diesen Zeiten. Ne, muss man ja wirklich sagen, dass viele Leute irgendwie von Corona betroffen sind. Da hat mich das schon überrascht, dass er doch relativ hoch ist eigentlich momentan. NRW, glaube ich, auf Platz 4 deutschlandweit. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, weil wir ja irgendwie auch grundsätzlich hier im Ruhrgebiet und so immer irgendwie gerne meckern. Und im Vergleich zu, sage ich jetzt mal, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, so wo die Küsten sind, wo man irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Luft und Natur hat. Ja, keine Ahnung, aber fand ich irgendwie ganz nett. Und vor allem, eine meiner gefürchteten Überleitungen ist, manche Traditionen müssen ja auch einfach rübergerettet werden in Staffel 2 quasi. Ich dachte, wir hätten sie begraben. Jetzt kommt's. Bin ein bisschen aufgeregt. Naja, wo du sagst Ruhrgebiet, und es ist überraschend, dass es in NRW beispielsweise relativ hoch ist, so dieser Glücksindex. Wir hatten diese Woche ja nicht nur den Glücksindex, sondern auch den Schuldneratlas, wo nochmal bestätigt worden ist, dass Essen und das Ruhrgebiet generell im Verhältnis zum sonstigen Durchschnitt in Deutschland relativ hoch verschuldet und eben auch überschuldet ist. Also Menschen, die ihre Kredite eben nicht mehr bedienen können und ihre Raten nicht mehr zahlen können. Und das ist dann eben auch nochmal ein Beispiel dafür, und das dann das umso überraschender ist, wenn wir in einer Region leben, in der überproportional viele Menschen mit finanziellen Sorgen zu kämpfen haben, dass es trotzdem dann noch einen überdurchschnittlich hohen Glückswert gibt. Ich glaube, das spricht auch so ein bisschen für den Menschenschlag im Ruhrgebiet, der vielleicht auch aus relativ wenig noch relativ viel macht. Aus Scheiße Gold. Ja, vielleicht ist es so, genau. Aber das spricht ja auch gerade für deine These, die du gesagt hast, Tobi, dass es einfach unterschiedliche Definitionen von Glück gibt, ne? Also es gibt vielleicht manche, die sagen, wenn ich reich habe und einen Porsche fahre oder so, dann bin ich glücklich, das ist mein Ziel, und dann reicht es einem anderen aber auch irgendwie einen netten Job zu haben, der einen zwar glücklich macht, aber nicht unbedingt reich, und schon hast du ja ein ganz anderes Wertesystem irgendwie. Und andersrum gibt es sicherlich auch viele Porsche-Fahrer mit richtig Asche, die nicht wirklich glücklich sind, sondern die das vielleicht eher nach außen gerne zeigen, dass es so ist. Aber jetzt, wenn sie zu Hause auf dem Sofa sitzen, nicht unbedingt die zufriedensten Menschen sind. Es hängt ja vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Ich glaube, wir hier im Ruhrgebiet sind insgesamt ein bisschen bescheidener als vielleicht viele andere Menschen in Deutschland. Und auch so ein bisschen wissen gar nicht, was wir eigentlich vielleicht können. Also ich sag mal auch Essen. Wir sagen ja immer, ja, so ganz schön ist Essen nicht. Aber irgendwie ist es ja doch ganz nett. Und aber wenn wir uns so mit Hamburg, Berlin, München vergleichen, da hängen wir ja doch irgendwie immer hinterher. Oder zumindest meinen wir das. Ich glaube, das hat einfach so mit unserer Einstellung so ein bisschen zu tun, dass wir insgesamt ziemlich bescheiden sind. Ich glaube, da leidet das Ruhrgebiet auch einfach immer noch an seinem Ruf. Das muss man, glaube ich, einfach so annehmen. Also ich habe da ja die andere Perspektive als ihr. Ich komme ja nicht gebürtig aus dem Ruhrgebiet, sondern aus dem Siegerland, wo man wo man das Ruhrgebiet ganz gut kennt, weil die Entfernung natürlich nicht so groß ist, gerade durch irgendwie Bundesliga-Vereine, Schalke, Dortmund etc., da schon eine recht enge Verbindung besteht, auch räumlich, man trotzdem aber sehr ländlich ist und recht weit weg davon. Und da ist die Perspektive schon immer so, also so wie ich groß geworden bin, war das Ruhrgebiet schon immer noch so der Kohlenpott. Und ich bin 85 geboren, das heißt, da war, als ich darüber nachgedacht habe, wie ist mein Blick auf das Ruhrgebiet, er war nicht mehr so viel mit Kohlenpott und mit weiße Wäsche raushängen und schwarze Wäsche reinholen und so diese ganzen Klischees. Trotzdem ist das, glaube ich, in ganz vielen Köpfen, die eben nicht im Ruhrgebiet Verwandte haben oder regelmäßig hier sind oder so, noch so verankert. Und dann sieht man vielleicht auch nur die Dinge, die so das eigene Bild bestätigen, wenn man dann mal hier ist und vielleicht ins Stadion geht oder weiß ich nicht, was man sonst irgendwie von außen im Ruhrgebiet dann macht. Zollverein besuchen oder das Museum Volkwang oder was auch immer. Aber ich glaube, dass man das, was wir jetzt als Essener, was auch ich als Neuessener quasi so kenne, mit dem Baldener See, mit ganz viel Grün in Schür, in den südlichen Stadtteilen, mit ganz viel Kultur auch jetzt da, wo Zollverein gerade schon angesprochen oder in ehemaligen Zechenstädten und so, wo ganz viel jetzt passiert, so dieses Aufschwunggefühl, dass wir vielleicht schon so ein bisschen zumindest mitnehmen, weil wir da viel mit zu tun haben. Aber ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Teilen von Deutschland einfach noch überhaupt nicht angekommen. Und dadurch, dass man das immer wieder auch gespiegelt kriegt, wenn man darüber spricht, wo kommt man her, wenn man irgendwie auf Workshops fährt oder so irgendwo hin und man wird gefragt, wer kommt woher, dann kriegt man einfach mit und dann ist es einfach so, in der Sekunde, in der irgendwie vor einem die Leute sagen, aus München, Berlin, aus Köln und keine Ahnung wo, und man sagt dann, ich komme aus dem Ruhrgebiet oder aus Essen oder aus Duisburg oder keine Ahnung,
dann ist es einfach so, dass sich das anderswertig anfühlt. Mhm. So Malocha-Image irgendwie, ja. Ne? Ja, aber das ist nicht unbedingt das Positive. Also nee. Man nimmt das zumindest in Deutschland oft nicht so wahr. Ja, das stimmt. Aber dann siehst du halt auch sowas, wie du gerade ansprachst mit dem Schuldenatlas. Ruhrgebiet ist halt wieder eins der ärmsten oder eine der ärmsten Regionen und hochverschuldet und sowas alles. Ne? Also irgendwie, ja, so richtig rauskommt man da auch nicht. Ne? Also es braucht ja auch Zeit. Also das, was man irgendwie als Strukturwandel begreift, wenn man sich anguckt, irgendwie, wie schnell solche wirtschaftlichen Aufschwünge und Prozesse irgendwie gehen, dann ist das einfach auch noch keine so lange Distanz, wo hier noch irgendwie eben viele Arbeitsplätze von jetzt auf gleich mehr oder weniger flöten gegangen sind, weil halt eine komplette Industrie, die eine komplette Region getragen hat, einfach von mehr oder weniger jetzt auf gleich weggebrochen ist. Da wäre es halt auch ein bisschen vermessen, davon auszugehen, dass das innerhalb von 20, 30 Jahren jetzt plötzlich keine Rolle mehr spielt. Wie lange lebst du jetzt in Essen? 10 Jahre knapp. Und? Sind das schon 10 Jahre? Ja, krass, ne? Krass? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Und würdest du denn sagen, das ist dein Zuhause? Also auch gefühlt dein Zuhause? Oh, das ist schwer. Das ist auch so eine Unterscheidung von Zuhause und Heimat irgendwie. Also ich glaube, für mich ist Zuhause auch immer noch irgendwie Siegerland und meine Eltern und wo ich groß geworden bin. Da habe ich ja nun mal irgendwie gut 20 Jahre gelebt. Aber es ist schon so, dass ich mich hier sehr zu Hause und sehr wohl fühle inzwischen. Das muss ich einfach auch sagen. Das ist so. Also mein Zuhause ist schon irgendwie Essen, inzwischen auch Rellinghausen. Und da, wo ich wohne, ist auch zu Hause. Ja, du jetzt bist noch ja die Adresse, du bitte. Du bist aber eigentlich der gebürtige Essener hier von uns dreien, ne? Oder? Stimmt. Du ja auch aus Mahl, ne? Ich komme aus Mahl, aber ist ja auch irgendwie so. Ja, auch Pott. Es ist auch Pott, aber geht dann schon wieder so Richtung. Genau genommen ist Mahl ja auch ein Stadtteil von Essen. Sehr nordöstlicher Stadtteil. Ja. Ich bin tatsächlich zum Feiern immer nach Essen gefahren. Also einmal B224, Freitagabend, Samstagnacht, Heidewitzka und ab nach Essen. Ja. Da ging die Luzi ab. Aber ich hoffe nicht wieder. Ich hoffe nicht wieder zurück über die B224. Betrunken und sowas. Nee, ich hatte meine Fahrer. Also natürlich. Die Dame lässt fahren. Ja, wie lange wohnst du jetzt hier? Ein bisschen länger als Tobi. Warte mal, was haben wir 2020? 11. 11 Jahre? Ja. Mhm. Und du zu Hause hier? Ja. Ja, ja doch. Also das ist zu Hause. Mhm. Mal ist Heimat, aber da möchte ich auch nicht mehr hinziehen. Definitiv nicht. Einmal, ich habe für die Uni, hatten wir so ein Projekt, da mussten wir so einen Zeitungsartikel schreiben. Und da hatten wir das Projekt irgendwie mit der Stadt Mahl zusammen. Mhm. Und meine Aufgabe war, mich in den Bus zu setzen, einmal quer durch Mahl zu fahren. Hat ja nicht lange gedauert, oder? ich weiß gar nicht, wie lange. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so. Ach, guck. Und musste halt meine ganzen Eindrücke sammeln und beschreiben. Weil und? Das war so nach dem Motto, der Junge kennt Mahl nicht, der soll jetzt einmal mit dem Bus quer durchfahren und dann alles runterschreiben. Ich fand es sehr interessant, so dieses Experiment mal zu machen. Ich bin in, wie heißt der Stadtteil noch da, ein bisschen ländlicher. Polsum, genau. Polsum, dann einmal quer durch bis nochmal ländlicher Stadtteil, ganz im Nordosten, weiß ich auch nicht. Also auf jeden Fall einmal im Chemiepark vorbei und so. Hülz. Genau, und also mein hängend gebliebener Eindruck war, dass Polsum total schön ist, dass mitten in Mahl unglaublich viele Schüler zu der Zeit unterwegs waren und es im Bus nach 5 Stunden Matheunterricht gestunken hat. Plus ein bisschen Sportstunde hinten ran. Ja. Und hinten raus war es wieder sehr ländlich. Aber ich habe jetzt auch nicht viel gesehen, muss man sagen. Ne? Halt so das, was man aus dem Bus halt raus sieht. Ne? Ja, das reicht dann auch. Aber war nett. Ich hatte in Mahl meinen Zivildienstlehrgang. Oh. Ich habe ja in der Schule für geistig behinderte Kinder meinen Zivildienst gemacht. Und das waren dann auch so pflegerische Dinge irgendwie zum Teil. Und deswegen konnte man halt so eine Fortbildung und so eine Schulung machen. Und da war ich in Mahl. Und das Einzige, was ich vor Mahl gesehen habe, außerhalb dieser Einrichtung, war der Mahler Stern. Natürlich, ja. Weil wir da hingefahren sind, Highlight. Um zu testen, wie es ist, wenn man in einem Rollstuhl sitzt, um mit dem Rollstuhl durch den Mahler Stern dann zu fahren. Ach, echt? Ja. Offensichtlich kann man sehr viel ausprobieren in Mahl. Ja. Ich wollte gerade sagen, ist Mahl irgendwie die neue Testregion für irgendwelche Dinge oder so? Ja, offenbar. Ich sollte das meinen Eltern sagen, ist mein Papa noch stolzer auf Mahl und guckt wieder nach Häusern, dass wir ein Jahr zurück nach Mahl kommen. Ja, wobei ich jetzt die Verbindung aus Stolz und Mahler Stern nicht unbedingt ziehen würde, tatsächlich. Nee, aber da wird auch fleißig dran gearbeitet. Gibt es einen Weihnachtsmarkt in Mahl? Nee. Normalerweise? Wenn es nicht Corona wäre? Nee. Nee. Also doch, ja, hier so kleine Mini-Dinger, aber nicht so wie hier bei uns. Nein, nicht sowas, wie es normalerweise in Essen geben würde. Ich finde das ja traurig, ne? Das habe ich Tobi, glaube ich, unter der Woche auch schon gesagt. Normalerweise wird ja jetzt Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sein, wenn jetzt nicht Lockdown wäre.
Und uns fehlt das total, mal eben in der Mittagspause oder so rauszugehen. Das ist ja wirklich hier direkt um die Ecke bei Radio Essen. Und hier irgendwas anderes zu essen zu holen. Mal Grünkohl, mal Reibekuchen, mal Bratwurst. Ja. Mettwürstchen, die gibt's hier auch. Die sind super lecker. Und das tut mir tatsächlich gerade so ein bisschen weh. Also ich habe mich schon damit abgefunden, dass Weihnachten nicht normal wird, aber das ich habe heute passend dazu eine Erinnerung bekommen. Jetzt kann ich es gerade nicht sehen. Bei Facebook, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren es war, aber genau heute auf den Tag bin ich anscheinend in der Mittagspause rübergegangen und habe mit 2, 3 Kollegen mir Grünkohl geholt. Und das ist echt so, das vermisse ich werde ich dann noch mehr in der nächsten Zeit vermissen. Ich weiß, Tobi, wir beide haben uns auch öfter mal über die Falafeltasche unterhalten, oder? Ja. Das war auch mal irgendwie so ein schneller Snack, den man mal zwischendurch wie kann man sich denn über eine Falafeltasche länger unterhalten als schmeckt? Einfach nur so heute Mittag Falafeltasche. Ja, habe ich Bock. Auch so nonverbale Kommunikation eigentlich. Ja, ich dachte, das wären richtige Gespräche, so Tiefengespräche. Ja, natürlich, über die Falafeltasche. Klar. Die gab es am Glühweinstand später. Da haben wir die ausgelagert. Ja, das ist traurig. Also es fehlt echt einfach so eine sowas Besinnliches, was jetzt normalerweise irgendwie so anfangen. Das schraubt so Teams ja auch immer zusammen. Ne? Also wir haben hier zwar auch immer vor Corona so einen Pizza-Freitag gehabt und dann zusammen gegessen und mal essen dann auch 2, 3 zusammen, aber so ein Weihnachtsmarkt, finde ich, gibt immer noch so ein besonderes Gefühl, wenn du halt mal wirklich auch mal einen Glühwein trinkst oder so zusammen. Ich finde, da lernt man ja die Kollegen auch nochmal ganz anders kennen, gerade wenn man viel Glühwein trinkt. Fünften, sechsten Glühwein. Da hatten wir auch mal eine tolle Podcast-Folge. Ich erinnere mich, dunkel. Auch das ist richtig, ja. Habt ihr die Folge nach dem Glühwein oder vor dem Glühwein? Während. Ja. Ihr seid, ich habe nichts anderes von euch erwartet. Aber wo wir über Weihnachtsmärkte sprechen, ich weiß gar nicht, ob das bei euch schon angekommen ist. Wir haben eben in der Übergabe, ich mache ja gleich die Spätnachrichten, das heißt, ich habe mit dem Frühnachrichtenkollegen, mit dem Stefan Weisemann eben telefoniert, um darüber zu sprechen, was sind so die Themen. In Steele ist es so, haben wir ja schon drüber gesprochen, über die Pläne vor einigen Wochen, da war es noch recht unkonkret, dass man so einen Weihnachtsmarkt light versucht, mit einzelnen Buden, so Schaubuden, wo irgendwie Krippenszenen nachgestellt werden. Und das wird wohl jetzt ab, ich glaube, kommender Woche, jetzt lasst mich lügen, ab Mittwoch, glaube ich, sukzessive dann starten, auch so in gestaffeltem Start, damit eben nicht an Tag X so viele Menschen da sofort hinkommen. Das heißt, zumindest da, wo es geht, versucht man, glaube ich, schon so ein bisschen was an Weihnachtsfeeling und an vielleicht auch was Gutes den Schaustellern zu tun, die natürlich sehr gebeutelt sind von diesen ganzen Absagen. Und in Steele ist es nächste Woche soweit. Würdest du hingehen oder würdet ihr hingehen? Ja, jetzt aus in der Mittagspause ist vielleicht ein bisschen gut. Ein bisschen weit. Vielleicht nicht hingehen. Ja. Also würde ich in Steele leben, würde ich da vermutlich schon mal vorbeitigern. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Also wenn das jetzt hier in der Innenstadt auch so sein sollte, dass da einzelne Buden vielleicht doch aufmachen und keine Ahnung, ich bräuchte zum Beispiel neues Körnerkissen oder so. Das habe ich mir jedes Jahr, das habe ich mir immer auf dem Weihnachtsmarkt geholt. Also da würde ich dann doch mal eben nach der Arbeit hingehen und sagen, nein, also ich würde jetzt vielleicht nicht gezielt, aber ich finde es trotzdem irgendwie eine schöne Möglichkeit, wenn man in Steele unterwegs sein sollte oder in der Innenstadt und man schlendert da irgendwie durch und dann hat man da vielleicht eine Bude, wo du einen Glühwein dir irgendwie to go mitnehmen kannst oder einen Grünkohl, der einpacken kannst oder ein bisschen weiter, keine Ahnung, schönes Krippenspiel irgendwie siehst oder was. Ja, das gibt einem dann irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein kleines Umarmungsgefühl vielleicht. Aber meint ihr, kommt dieses Jahr noch so in Weihnachtsstimmung, richtig? Also ich habe bis jetzt so das Gefühl, schon so ein bisschen, weil jetzt wieder dunkle Jahreszeit ist, wir haben auch schon zu Hause so ein bisschen geschmückt, irgendwie ist dann so eine Vor-Weihnachtsstimmung. Also ich habe halt manchmal, ne, wenn ich weiß, okay, bald ist schon erster Advent, irgendwie freut man sich ja dann, dass die Weihnachtszeit jetzt losgeht, auch mit St. Martin und sowas alles. Und diese Vorfreude habe ich noch, aber ich glaube, so während des Dezembers wird dann nicht mehr viel zukommen. St. Martin ist aber vorbei, ne? Ja, aber ich sag normalerweise, sobald St. Martin ist, geht für mich so die Weihnachtszeit so langsam los und mit Vorfreude. In dieser Vorfreude bin ich so ein bisschen, aber ich glaube, im Dezember wird dann nicht mehr viel dazukommen. Ich wüsste nicht wie. Ich bin ja sowieso eher ein Weihnachtsmuffel, wenn ich ehrlich bin. Mein Gott. Ja. Karnevalsmuffel, ja, Weihnachtsmuffel. Was ist denn da los? Ja, ich weiß nicht. Ich habe das irgendwie nicht so gelernt im Siegerland. Hast du keine schönen Geschenke damals vom Christkind bekommen? Doch, natürlich. Ich finde grundsätzlich, fand ich Weihnachten immer cool, aber ich habe jetzt nie so dieses
weiß ich nicht, so dieses heimelige Schnee und dann hier Engel und da noch irgendwie. Boah, sehr unromantisch. Leuchtbirnchen und so, weiß nicht, habe ich irgendwie nie so richtig was dran gefunden. Deswegen fühlt sich das für mich jetzt gar nicht so unterschiedlich an. Nur einfach so, dass ich nicht zumindest auch noch, also für mich gefühlt ist es nicht so anders, aber man sieht es halt nicht, weißt du? Also normal an Weihnachten war es halt so, alles um mich herum ist weihnachtlich und ich habe halt so das Gefühl wie immer das ganze Jahr. Jetzt ist es halt so, ich habe das Gefühl wie immer das ganze Jahr, aber es gibt auch kein Weihnachten um mich herum. So, das ist so für mich eigentlich der einzige Unterschied. Hm. Und dass ich jetzt noch mehr dran denken muss, nicht zu verpassen, Weihnachtsgeschenke einzukaufen, weil mich halt von außen nicht so viel dran erinnert wie sonst. Also ich habe mir überlegt, ich werde jetzt, normalerweise bin ich da noch gar nicht so früh unterwegs, aber ich habe überlegt, nächste Woche ist ja meine freie Woche, da wollte ich einfach mal anfangen zu schmücken, eben um so ein bisschen Gefühl zu bekommen. Es ist, glaube ich, auch noch mal was anderes. Jetzt kommt die Mutter. Ne? Ihr habt euch ja die Mutter gewünscht, ja, die Muttersicht. Ne? Ja. Jetzt kommt die Muttersicht. Ist natürlich so, als Erwachsener dann irgendwann, wenn du dann siehst, wie die Kinderaugen leuchten, das ist einfach so. Also ich hatte in den letzten Jahren auch nie so wirklich krasse Vorweihnachtsstimmung. Aber wenn ich dann da stehe am Weihnachtsbaum und dann singen wir Stille Nacht, Heilige Nacht und dann gehen meine Kinder ins Kinderzimmer und dann wird das Glöckchen und so. Und wenn die dann kommen und dann siehst du halt diese Augen, ich meine, meine große Tochter glaubt auch nicht mehr ans Christkind, aber die Kleine halt einfach noch und die Große sagt ja auch, gleich kommt das Christkind, hast du schon gesehen da ans Fenster und so und dann, oh, da könnte ich holen. Dann ist bei mir in dem Moment, wenn das, oh, da könnte ich jetzt auch, wenn das Glöckchen leuchtet. Lass raus! Deine Augen leuchten auch gerade. Das ist ja, auch so. Das ist schön so. Für uns. Wenn das Glöckchen leuchtet und dann kommen die rein und wir fangen an, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich kann die erste Strophe gar nicht mitsingen, weil ich dann immer da stehe und denke, oh, ist das alles schön. Oh, ich möchte auch Mutter werden. Ja, da musst du noch ein bisschen dran arbeiten, Jochi. Ja, meinst du, es geht nicht so leicht? Ich glaube, das ist mit viel operativem Aufwand verbunden. Bleib lieber so, wie du bist. Ja, wobei ich auch eher mich an diesen Erinnerungen hochziehe an Weihnachten. Also Weihnachten ist ja eigentlich nie mehr so schön wie als Kind. Also als Kind ist es ja ganz toll. Du weißt, wow, heute Abend gibt es Geschenke. Du musst dich halt um nichts kümmern. Ne? Also du gehst halt einfach zu Oma und Opa, kriegst deine Geschenke. Isst mit allen Menschen zusammen, freust dich, machst einen super schönen Abend und ja, jetzt mittlerweile bist du so ein bisschen selbst in der Verantwortung, du musst dann auch was dazu beitragen, du musst Geschenke besorgen, also du bist ja eher so die Exekutive und nicht die es am Ende kriegt. Man wird nicht mehr so bespielt. Ja, also man hat ein bisschen mehr um die Ohren, man kann sich nicht so komplett auf den Heiligabend oder so konzentrieren und auf das, was da noch kommt. Aber gut, vielleicht, wenn ich irgendwann mal Papa bin oder so, dann sehe ich das auch wieder anders. Dann ist das nochmal eine andere Perspektive. Ja. Freue ich mich. Stimmt wahrscheinlich. Ich habe gerade schon überlegt, wie ich die Kurve kriege und ich glaube, ich kriege sie einfach nicht. Aber ich glaube, wir müssen über zwei Themen eigentlich müssen wir noch sprechen aus der vergangenen Woche, die nichts mit Weihnachten zu tun haben. Aber vielleicht schon mit Blick auf Silvester zumindest. Oh ja. Nämlich die aktuelle Diskussion über ein Böllerverbot. Wie steht ihr dazu? Also Böller finde ich sowieso kacke, muss ich sagen. Also wenn, dann mag ich halt Raketen und sowas. Alles, was irgendwie ein bisschen Farbe hat und nicht einfach nur puff und weg ist. Farbenverbot, Silvester. Ja, das fände ich blöd, weil irgendwie gehört das für mich dazu. Also gerade wenn dieses Jahr zu Ende geht, dieses wirklich schreckliche 2020, bin ich froh, wenn man das ein bisschen feiern kann und halt auch mit ein bisschen Feuerwerk. Ich verstehe aber auch den Ansatz, der dahinter steckt, dass man sagt, nicht in Gruppen zusammenkommen und ja, aber ich glaube, in der Praxis kommen da wirklich so viele Menschen zusammen und gucken sich ein Feuerwerk an. Ich weiß es nicht. Dann mal journalistisch nachgefragt. Ja, Herr Lanz. So, wenn, muss ich auch den Finger so wirklich zeigen. Man muss aber auch so gucken, bitte. Ja, das keiner kann so gucken wie Lanz. aber, also ganz im Ernst, angenommen, du bist, wir haben dich eben im Opener gehört. Angenommen, du hast kurz vor Mitternacht, Silvester, schon 3-4 Feuerzangenbowlen getankt. Die Lampen an quasi. Ja. Stehst draußen auf der Straße. Könntest du für dich ausschließen, dass du dann Nachbarn knuddelst und so wie sonst ins neue Jahr startest? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, dass ich erstens meistens Silvester sowieso nie so blau bin, weil ich meistens mit der Familie zusammen feiere und das alles ein bisschen gesitteter ist. Auf der anderen Seite, ja, ich überlege, wie es sonst früher immer war. Also klar hat man sich so ein bisschen zusammengetan, aber wir haben uns jetzt nie
arm gelegen und geschunkelt, sondern jeder hat sich irgendwie eine Rakete genommen, die angezündet, wir waren an der frischen Luft. Ja, keine Ahnung. Aber so, klar, das vorher feiern, das nachher feiern, das war dann schon natürlich ein bisschen enger. Aber das wird es ja dieses Jahr sowieso nicht geben. Wie ist bei dir? Welche Frage? Die journalistisch nachgefragte oder die, ja, ganz die generell Böllerverbot? Ja. Also ich habe nie so gerne geknallt. Während ich es formuliert habe, habe ich nie so gerne. Perspektive, die wir haben in diesem Podcast. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe halt nie die Böller durch die Gegend geworfen. Also hier China-Böller oder so. Ne? Also das fand ich immer blöd. Ich war die Knallfrosch-Fraktion. Ja, okay. Und ich habe auch noch nie selber eine Rakete in die Luft geschossen. Habe ich nicht, weil da habe ich Respekt vor. Ich gucke mir das aber gerne an. Mhm. Und da bin ich ähnlich wie Yoshi. Das hat für mich so eine Tradition, wobei ich auf das laute Geknalle tatsächlich verzichten könnte. Ich würde mir viel lieber irgendwie ein schönes Feuerwerk, ein professionelles Feuerwerk oder so ansehen. Boah, jetzt komme ich aus der Nummer nicht mehr raus, ne? Ansehen. Aber auch da besteht natürlich die Gefahr in diesem Jahr, wenn irgendwo ein professionelles Feuerwerk, da kannst du ja nicht die Menschen aufeinander ne, zusammenkommen lassen. Also, und ja. Ich weiß noch gar nicht, was wir Silvester machen. Das ist wirklich eine Frage, die zum ersten Mal seit ewigen Zeiten nicht vorkam in meinem Freundeskreis. Normalerweise kommt irgendwie so September, Oktober die Ecke, kommt so die Frage, Angie, was macht ihr eigentlich Silvester? Feiert ihr hier Florians Ecke, deine Ecke oder Familie? Also das wechselt bei uns immer so ein Stück weit irgendwie ab. Wir tun es da immer mit Familien zusammen, weil die Kinder natürlich auch am Start sind. Die Frage kam nicht. Ich habe keine Ahnung, Silvester, was irgendwie geht oder nicht geht. Und ich habe noch gar keine Vorstellung davon. Ja, ich habe auch noch nichts geplant. Also normalerweise fahren wir immer weg, meistens nach Holland über Silvester. Da ist ja sowieso schon Böller- und Feuerwerkverbot. Dieses Jahr wollten wir eigentlich auch weg, auch nach Holland. Das geht im Moment nicht. Im Moment gucken wir, wo wir vielleicht woanders unterkommen. Wenn das nicht geht, dann bleiben wir halt hier. Aber dann weiß ich auch noch nicht, was mache ich dann hier? Ne? Also jetzt drin sitzen und irgendwie... Also ist auch irgendwie traurig, dann so im kleinen Kreis ins neue Jahr zu feiern. Ja, das stimmt. Also ich fand die Diskussion auf unserer Radio Essen Facebook-Seite auch sehr interessant. Also da wird natürlich auch wild argumentiert. Hintergrund war ja auch ein Stück weit, dass es auch darum ging, Böllerverbot, um mögliche Verletzungen zu vermeiden, dass die Krankenhäuser eben nicht noch mehr überlastet werden, was ja auch hin und wieder mal vorkommt in so einer Silvesternacht mit Verletzungen und so. Und da gab es heute Morgen auch noch, wir hatten das auch als Radio Essen Morgenfrage, gab es auch noch einige Sprachnachrichten dazu. Eins fand ich ganz süß. Da hat eine Dame gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, die kam aus Katernberg, ist egal. Die hat auf jeden Fall gesagt, naja, warum machen wir das denn nicht wie in Spanien? Da wird irgendwie dann immer eine Olive und Weintrauben irgendwie gegessen. Das ist irgendwie so eine Tradition. Spektakulär. Stadtrakete. Blub. Was denn eigentlich mit Tischfeuerwerk? Wird das auch verboten dann? Wenn du sowieso da drin bist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man das losgelöst diskutieren könnte von der Debatte, die man sowieso jedes Jahr führt, also Umwelt, die Umwelt, Tiere, Feinstaub. So, genau, der Dreiklang. wenn man das davon losgelöst führen würde, ich glaube, dann könnte man sich mit vielen Leuten auch darauf einigen, zu sagen, okay, pass auf, dieses Jahr bietet sich das vielleicht einfach nicht an. Einfach um größere Gruppen zu vermeiden, also größere Feiern, um zu vermeiden, dass man eben auf der Straße dann mit Nachbarn sich in den Armen legt und so weiter. Und auch um zu sagen, okay, mit den Krankenhäusern, das mag schon Sinn machen, die haben sowieso genug zu tun und hatten das ganze Jahr genug zu tun, dann müssen wir denen nicht noch irgendwie die abgetrennten Fingerkuppen dann ins Krankenhaus schicken. Aber ich glaube, dass es deshalb nicht funktionieren wird und dass man das deshalb nicht auf so eine vernünftige Basis stellen kann, diese Diskussion, weil eben die letzten Jahre da schon so die Köpfe heiß geredet wurden. Und viele Leute, glaube ich, das Gefühl haben, das ist jetzt so vorgeschoben und jetzt nehmen sie uns Silvester weg. Und wenn das einmal dann verboten ist mit dem Feuerwerk, dann dürfen wir das nie wieder. Und ich glaube, dass das an ganz vielen Stellen so ein die da oben Verschwörungsgeschwurbelgefühl mittransportiert, dass wir das ganze Jahr schon so ein bisschen, zumindest in Teilen der Bevölkerung, sehen. Und ich glaube, dass es deshalb ganz schwierig sein wird, diese Diskussion vernünftig zu führen und zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Wahrscheinlich schon.
Ich wollte vorhin journalistisch nachfragen, aber ich habe den Punkt verpasst, wo ich auch diesen Blick hätte machen können. Ja, ja, ist vorbei jetzt. Achso, schade. Ich dachte, wo wir gerade über Markus Lanz sprachen, nur kleine Anekdote nebenbei, hat ein tolles Interview mit Barack Obama geführt. Und nicht spoilern, ich habe es nur aufgenommen. Ich gestern gesehen, super interessant. Also weil Barack Obama für mich jetzt einfach noch 1000-mal sympathischer geworden ist durch dieses Interview. Mhm. Aber guck's dir gerne an. Ja, mach ich. So. Sehr schön, du hattest noch ein zweites Thema irgendwie. Ja, ein tatsächlich dann auch weniger schönes, wo wir aber auch im Bereich der Politik sind, nämlich die Vorfälle im Reichstagsgebäude. Mhm. Skandal, muss man sagen. Skandal, muss man sagen. Warum muss man sagen Skandal, Yoshi? Fass einmal vielleicht kurz zusammen für die Menschen, die es nicht so mitgekriegt haben. Ja, es ging um dieses neue Infektionsschutzgesetz im Bundestag, wurde heftig debattiert und dann waren ja außerhalb viele Demonstrationen, sowohl gegen dieses neue Infektionsschutzgesetz als auch gegen die ganzen Corona-Maßnahmen. Und es haben dann wohl AfD-Abgeordnete irgendwelche Randalierer mit in dieses Reichstagsgebäude eingeschleust, die dann unter anderem auf Peter Altmaier losgegangen sind und halt ihn... Also losgegangen, sie haben ihn nicht verprügelt. Das war ja, verbal losgegangen verbal, sind. Oder? Ja, genau, okay. Und da halt eigentlich gar nicht rein durften. So. Ja. Und dementsprechend skandalös das Ganze. Ja, also rein durften sie schon. Das Ding ist ja, Abgeordnete dürfen Gäste mitnehmen in den Bundestag, müssen aber dann quasi auf sie aufpassen, in Anführungsstrichen, also müssen sich um sie kümmern, so wie man sich halt Gäste mitnimmt und denen dann das Gebäude zeigt beispielsweise und zeigt, wie da Abgeordnete arbeiten und so. Aber das waren eben nicht ganz normale Gäste, sondern zum Teil zumindest rechte YouTuber aus der rechten Szene, die dann da auch live gefilmt haben und eben irgendwie Peter Altmaier beleidigt und angegangen sind und so. Und es wurde ja schon an dem Abend, als es diese Vorfälle gab, darüber spekuliert, naja, wie kommen die da rein? Die einzige Möglichkeit ist, als Gast von einem Abgeordneten, wer hat irgendwie ein Interesse daran, solche Menschen mit ins Gebäude zu bringen? Da kam man halt relativ schnell schon auf die AfD. Und am Tag danach war es dann ja auch so, dass sich Gauland und Weidel, also die beiden Vorsitzenden, hingestellt haben und gesagt haben, ja, das sind Abgeordnete von uns gewesen und Gäste von denen. Aber es ist natürlich völlig inakzeptabel, dieses Verhalten. Und so das, was wir von der AfD schon über die Jahre jetzt kennengelernt haben, so für diesen Eklat sorgen und sich dann hinstellen und zu sagen, ach, so war das aber gar nicht gemeint. Und das war natürlich gar nicht intendiert von uns. Und das war für mich tatsächlich, also dieses Verhalten kennt man. Mhm. Und das haben wir schon an vielen Stellen gesehen. Aber es war tatsächlich für mich auch nochmal eine Zäsur und nochmal eine neue Qualität oder Unqualität, wenn man, ja. Also eine negative Qualität, weil es einfach, also die Abgeordneten sind ja in diesem abgeschotteten Raum, mehr oder weniger, um da frei von Druck Entscheidungen treffen zu können, auch für die Menschen, die sie gewählt haben. Und das ist quasi so die absolute Basis unserer demokratischen Prozesse. Und da so völlig, ich sag's mal auf Deutsch, drauf zu scheißen und das zu untergraben, auf so eine platte und stumpfe und auch aggressive Art und Weise, das hat mich tatsächlich dann diese Woche auch nochmal, auch für das, was wir alles schon kennen von der AfD, doch auch ein bisschen erschreckt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da sind wir einer Meinung, also dass einfach Kacke ist. Dass die AfD einfach Kacke ist. Das kann man, ja, in vielen Dingen auf jeden Fall. In den allermeisten. Ja, gut. Ich weiß nicht, Angela, hast du noch irgendwas auf deiner Liste? Habe ich noch was auf meiner Liste? Ich weiß gar nicht, ob wir noch darüber sprechen wollten, über hier Weiber und so. Ach so, warum wir das so offensiv verkaufen mit den Weibern? Ja. Also, weil es ein cooles Wortspiel ist. Ja, natürlich. Wir können ja mal ganz kurz interner ausplaudern. Also wir haben ja natürlich jetzt auch, ich bin ja aufgenommen in eure WhatsApp-Radio-Podcast-Gruppe. Unser elitärer Zirkel. Ja, auf jeden Fall. Und da ging dann so ein bisschen die Diskussion los, ob man, ob das denn okay ist, wenn man so Weiber sagt. Wir haben ja auch einen Trailer hier bei Radio Essen, wo eben bei uns bei Radio Essen darauf hingewiesen wird, genau, dass es diesen Podcast jetzt wieder gibt. Und ich weiß nicht, ich frage mich dann immer, ob ich nicht emanzipiert genug bin, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also das ist so Weiber, das ist, ja, weiß nicht, das klingt für manche, glaube ich, abwertend.
Also gibt, glaube ich, Frauen, die das ganz, ganz schlimm fänden, wenn sie irgendwie so tituliert werden. Also ich glaube, wenn ihr jetzt abfällig zu mir sagen würdet, du Vibe oder so, würde ich das jetzt auch nicht gerade geil finden. Aber wir sagen es ja selber und irgendwie Emanzipation hat halt nichts damit zu tun. Ich glaube, das ist auch der Punkt, ne? So, wenn du selber sagst mit einem Schmunzeln, dann ist es für mich auch völlig okay und auch irgendwie nett und sympathisch und lustig so, ne? Weil Weißt du, mit dem Augenzwinkern so, ach Weiber. Ja. Weiß ich nicht. Die Diskussion war ja, also ich glaube, wir sind uns da grundsätzlich einig. Ja. Die Diskussion war aber ja, ob das etwas ist, was möglicherweise Hörer anders sehen richtig, und sich da auf den Schlips getreten fühlen. Hörerinnen in dem Fall natürlich, in erster Linie zumindest. Und ich sag mal so, dass ich habe zumindest den Gedanken durchaus nachvollziehen können, weil auch wenn ich das persönlich überhaupt nicht dramatisch finde, ich finde auch, also auch an vielen anderen Stellen, politische Unkorrektheit aus den Gruppen heraus, die es betrifft, meist nicht so dramatisch, aber auch da kann man ganz unterschiedlicher Meinung drüber sein. Mhm. Aber der Gedanke zu sagen, naja, möglicherweise ist das nicht unbedingt das Frauenbild, das wir von so Radio Essen repräsentieren möchten. Die Weiber. Das fand ich schon irgendwie auch interessant, darüber zu diskutieren. Das haben wir tatsächlich ja auch dann in dieser Gruppe und mit allen Beteiligten getan. Ja. Aber ich finde, wir sollten einfach, wir Frauen, zeigen, dass wir keine Klatschweiber sind. Ja, das hast du heute bewiesen. Sondern, dass in uns noch viel mehr steckt. Das und die wir nächsten Wochen in eurer Hand aufmischen wir werden. Können ja auch diese Frage mal unsere Hörer weiterleiten. Ja, gerne. Wie ihr das so seht, also ist Weiber okay? Also wenn man es zumindest als Frau selbst sagt, oder ist das ein bisschen too much? Ist es zu provokant? Das ist gut, ich nutze das. Zu meinem obligatorischen Aufruf, schreibt uns gerne. Mhm. Und zwar an redebedarf@radioessen.de. Entweder natürlich, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Krieg ich auch das Passwort? Ja, selbstverständlich. Also schreibt uns gerne, wie ihr das seht. Würde uns tatsächlich interessieren. Und auch sonst, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, was euch die Woche über die Füße fällt, die kommende Woche, wo ihr gerne möchtet, sprecht doch mal darüber, was ist denn eure Meinung eigentlich dazu. Schreibt uns gerne. Auch Feedback zu unseren Folgen und so weiter. Wir sind immer froh und dankbar, wenn ihr uns schreibt. Ist immer spannend, was ihr so zu sagen habt. Und das würde auch heißen, dass ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt. Wenn ihr diesen Aufruf hört, dann habt ihr es geschafft. Also wenn ich 3 E-Mails kriege, weiß ich, immerhin 3 haben sich bis zu Ende angehört. Ja, sehr gut. Redebedarf@radioessen.de. Ich freue mich. Ja, ich wäre durch. Ich muss jetzt gleich auch arbeiten. Ja, draußen geht auch schon das Licht wieder an im Büro. Ach Gott. Das heißt, wir müssen los. Ja, Angela, vielen Dank, dass du diese Woche da warst. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe mit dir. Tobi, auch schön, dass du da warst. Vielen Dank. Das lässt sich ja nicht vermeiden. Nein, das möchte ich auch nicht vermeiden. Nein, es ist schön, dass wir diese Runde wieder haben. Ja. So, in diesem Sinne. Ja. Mikros aus und tschüss. Tschüss.